Probieren wir es mal. Ja. Sieht doch vielversprechend aus. Das Gute ist, ich kann tatsächlich durch das Auto gucken, wo ich hinfahre. Oh, ich merke aber auch, dass ich unglaublich schnell bin. Sinkt das Boot gerade? Herzlich willkommen zurück zu Loco Pinkel daneben, zu Maishammer K natürlich. Wir sind hier wieder in Finnland und alle, die gedacht haben, er spielt Momba so, er spielt jetzt kein Maishammer K mehr. Ich hab's euch gesagt, dass das nicht so ist. Guck mal, da liegen Autoteile. Das ist richtig gut. Denn wir haben hier ja unser Silvester verbracht. Taimo ist natürlich schon längst wieder zur Arbeit gegangen. Im Gegensatz zu mir, der hier theoretisch jetzt 3 Monate lang diese Insel gelebt hat. Ich habe schon mal ein paar Sachen aus dem See gefischt, denn der ist ja mittlerweile wieder aufgetaucht. Aber es ist ganz gut, wenn man Autos rot lackiert oder Teil davon. Man sieht sie noch. Gut. Ich habe große Pläne für heute. Ich möchte dieses Auto da fahren. Das Problem ist, das ist seit 3 Monaten unter Wasser. Das Gute ist, laut Spiellogik ist es seit einem halben Tag unter Wasser. Das Blöde ist, ich kann nicht tauchen. Das ging mal. Ich hab Tattoos, ich hab Knast-Tattoos. Mich macht das fertig. Vor allem, was sind das bitte für Tattoos? Als wäre der Knast nicht Strafe genug gewesen. Was sind das für Hände? Okay, ich glaube, ich werde mal eben mit meiner finnischen Superkraft unser Auto aus dem See ziehen. Oder kann ich hier irgendwie... Oh, ich kann interagieren. Ah, guck mal hier. Aber starten wird er nicht. Kann ich von innen schieben? Ne, ich darf innen meine Hände nicht benutzen. Wenn ich rausgehe, dann tauche ich auf. Schwimmst du durch dein eigenes Auto durch? Ist da ein Loch im Boden? Da ist ein Loch im Boden. Irgendwie steckt der Verstärker im Boden. Finnische Superkraft. Bitte. Wer sich fragt, was für eine finnische Superkraft? Ihr kriegt das nie hin. Ich benutze Mods. Und das ist okay. Weißt du, warum das okay ist? Weil es mein Spiel ist und ich Singleplayer spiele. Und wer das nicht mag, der kann es ja anders spielen. Das ist ja okay. Sollen wir mal gucken, ob wir Fische gefangen haben mittlerweile? Naja. Oh, mit C kann ich unter Wasser gehen. Nee, auch nur so ein bisschen. Der Gedanke ist jetzt, ich zerlege den Wagen ein bisschen, so wie es sinnvoll ist, und werde ihn mit dem Boot zum Festland bringen. Ich weiß, das ist schon mal fehlgeschlagen. Aber diesmal klappt das. Ich werde auf jeden Fall den Motor rausnehmen, denn der wiegt eine Menge. Ansonsten gucken wir mal. Habe ich überhaupt Werkzeug hier? Ich habe eine Menge Zeug hier, zum Beispiel einen Grill, ein Fotoapparat, Bier. Aber Überblick habe ich nicht hier. Oh, hier sind Tüten mit Sachen. Was ist da drin? Moment, wir machen das einfach so. Okay, war nicht so dramatisch, wie ich dachte. Kein Werkzeug. Jedenfalls nicht hier. In der Sauna wird kein Werkzeug sein. In der Sauna ist höchstens ein alter Fisch. Aber nicht mal der liegt da. Ich habe irgendwann mal in einer Folge die Sauna angeschmissen und rohen Fisch auf das Ding da gelegt. Geruch will man sich nicht mal vorstellen. Espi sagt, ich soll ein Wasser suchen. Ich hab schon wieder vergessen, wie man schwimmt. Gerade ging's noch. Ich bin die dümmste Ente, die ihr je gesehen habt. Ich stelle mir das gerade von außen vor. Zieh den Kopf unter Wasser und vergiss kurz danach, wie er es gemacht hat. Nee, hier ist auch kein Werkzeug. Okay, dann müssen wir ohne Werkzeug klarkommen. Mal gucken, ob der Wagen anspringt. Mal so ganz dumm. Aber eigentlich dürfte er nicht, weil voll mit Wasser gelaufen. Aber ich glaube, da hat's meistens, man kann nicht so... Nicht so genau. Komm schon, komm schon, komm schon. Der läuft. Die Sache ist nur die, er wird nicht im Wasser weiterlaufen. Moin, Nachbar. Bei dem wollte ich eigentlich schon mal... Warte mal. Planänderung. Ich wollte schon immer mal bei dem ins Boot steigen. Wir machen jetzt aber einen auf Pirat und jagen erstmal den anderen da. Und danach das mit dem Auto. Ich weiß ja noch nicht, wie das gehen soll. Nein, starten. Yes. Okay, das ist rückwärts. Da. Okay, das ist laut. Für euch nicht so, zum Glück. Wo ist er? Wo ist der Hint? Oh, nö. Haben wir noch einen Gang? Nee. Das ist ein binäres Gangsystem 1 und 0 da vorne. Also theoretisch dürfte er nicht schneller sein als ich. Wenn ich ihn abschneiden kann, müsste ich in sein Boot hüpfen können. Was will ich dann da, fragt ihr euch? Das weiß ich nicht.
Ich gehe in diese Folge mal wieder rein, wie in einer der ersten Meister-Manga-Folgen. In die ganz alten Folgen. Das ist komisch, wenn das Boot so laut ist. Ich höre mich nicht selbst. Das heißt, ich habe keinen Plan, außer dass ich das Auto fahren möchte. Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Ich versuche ihn jetzt so ein bisschen abzuschneiden. Ihr seht, wie ich auf meinem Monitor rumzeige. Was ihr tatsächlich nicht seht, ist die Katze. Wenn ihr euch an die Katze gewöhnt habt, die habe ich erstmal wieder rausgenommen, wie ihr in der letzten Folge schon gesehen habt, denn... Oh, jetzt dreht er um. Der Herr Frechdachs. Denn die Katze ist ziemlich viel Arbeit und verzögert das Rauskommen dieser Videos. Stark. So. Vielleicht gibt sie mal wieder, aber Standard ist sie nicht mehr. Denn ich muss die Katze synchronisieren mit dem Spielvideo und dann fummel ich damit noch rum und mache freche Sachen und dann finde ich die Stelle nicht. Und das dauert dann doppelt so lange, das Video zu schneiden. Wenn ich einfach nur Unfug treibe. Habe ich eigentlich getankt, das Boot? Ich werde verdursten, bevor ich bei dem Anker... Obwohl, das ist ein See, ne? Das dürfte kein Salzwasser sein. Ich dürfte das trinken können, glaube ich. Hört nicht auf Loco. Trinkt nicht einfach aus dem See. So. Freundchen. Nein, nicht weiterfahren. Entschuldigung. Nein, nicht Gas geben. Oh, ich wollte gerade rüberspringen. Na, warte. Du bist der White Pearl nicht gewachsen. Ich bin ein Pirat. Guck dich so, Wespi. Also einer von den coolen Piraten. Nicht diese modernen Piraten mit den Sturmgewehren. Nicht jeder Pirat ist cool. Ich bin eher eine Rust Pearl. Eine Rust Pearl. Ja, die Rust Pearl. Ich bin einer von den Piraten, die in dein Boot springen, mit dem Bier trinken wollen, aber das Bier vergessen haben. Also die lustigen Verpeilten, sage ich jetzt mal. Hallo. So, ich muss ein bisschen vor ihnen. Geht das? Der rammt mich einfach weg, ne? Ja, der rammt mich einfach weg. Steh auf! Ich darf nicht aufstehen! Ich darf nur aufstehen, wenn das Boot steht. Also angehalten hat. Oh! Willkommen zu My Summer Boat! Das hatte ich schon länger mal vor, als ich ihn hier rumgucken sehen habe einmal. So, ich darf nicht zögern. Ein Pirat darf nicht zögern. So, jetzt ihm in den Weg stellen. Oh, der gibt gerade Vollgas. Das ist nicht sein Ernst. Aber ich werde wahrscheinlich auf seinem Boot verdursten und oder verhungern. Denn ich kann nicht aus dem Wasser trinken. Ich könnte natürlich meinen eigenen Urin trinken, aber davon habe ich sehr wenig. Also von dem Urin, nicht vom Trinken. Das Trinken ist tatsächlich ziemlich effektiv in diesem Spiel. In Wirklichkeit, muss ich sagen, habe ich da nicht die Erfahrung mit. Vielleicht ist mein Sprit leer und ich bin mitten auf dem See. Oh, er hat wieder angehalten. Dreht nach rechts ab. Wieso ist der so schnell? Der hat die Turbomod in seinem Boot. Aber das ist gewissermaßen eine Sackgasse, wo er hinfährt, ne? Diese grünen Inseln, kann ich einfach durchfahren? Ah ja, das ist einfach nur Schmodder. Das ist nicht Land, das ist nur Schmodder. Kann man durchpiesen. Ist gar kein Problem. Nee, mir ist nicht gerade der Sprit ausgegangen. Ich habe nur ausgeschaltet, weil es so laut war. Das hat mich genervt. Okay. Dann werden wir jetzt zu einem Zu-Fuß-Pirat. Ich schwimme jetzt darüber. Wo ist er? Da vorne irgendwo. Er ist auf jeden Fall auf dem Wasser. So sicher bin ich mir. Das Doofe ist natürlich jetzt auch, das Boot liegt da rum. Und ich wollte mit dem Boot das Auto transportieren. Hallo? Das funktioniert so nicht. Okay. Ja, ich denke, dann schwimme ich jetzt erstmal nach Hause und hol Sprit für das Boot, denn zu Hause ist... Da. Ja. Das ist immer gut, wenn der Ferndale bei mir zu Hause steht. Das heißt nämlich... Ah, warte, ich glaube, ich habe eine Ferndale-Kopie drin. Ich hoffe. Ansonsten ist nämlich unser Auto nicht mehr so sicher. Wieso ist hier Licht an? Es kostet doch Strom. Geld. Da. Sprit. So, das nehmen wir mit. Liegt hier das Werkzeug rum? Hier muss irgendwo mein Werkzeug sein. Das nehme ich auch mit. Mal kurz gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Nee, der gruselige Kopf steht immer noch hier. Wir haben immer noch eine Menge Bücher, die wir nicht lesen. Wir haben immer noch den Pokal. Yes. Ich habe die Rallye gewonnen. So. Komm mir nicht mit, das war nur der Junior-Teil. Werkzeug! Sehr gut, du kommst mit mir. Vielleicht was essen und trinken? Ja, das ist eine ganz gute Idee. Einmal komplett auffrischen. Oder Tiefkühlpizza? Nee. Warte, Makaronen. Kann man die eigentlich zubereiten?
Ich kann die doch nicht immer so Nudeln mit Käse einfach so. Ist immer ein Bild drauf. Das isst man doch nicht roh aus dem Kühlschrank, oder? Moment. Wir haben einen Herd. Wir sind erwachsen. Jetzt stelle ich auf 6. Mach das nicht nach. Es ist ja eine Aluschale. Genau, das ist so, genauso macht man Essen. Wir müssen einkaufen, ich habe überhaupt nichts mehr im Hause. Oh, doch, ich habe eine Pizza im Kamin. Gut. Spoiled Pizza. Ich denke, die ist ganz gut hier drin. Ja. Also, ich weiß nicht, passiert hier irgendwas? Außer, dass das Haus bald abfackelt wahrscheinlich. Ich meine, ich habe auch noch einen Grill. Ich schalte den Herd aus und esse das roh. Ist mir jetzt egal. So. Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können an Essen und Trinken? Eine Packung Kaffee. Sitze so auf deinem Boot und isst eine Packung Kaffee. Ich glaube eher nicht. Das Feuer beunruhigt mich. Ah, es hat aufgehört. Sehr gut. Ja, dann gehen wir jetzt zurück zum Boot. Manchmal wünsche ich mir doch, ich hätte Facecam an. Damit ihr sehen könnt, dass ich nicht sehe, was ich drücke auf der Tastatur. Weil eine Katze da steht. Stellt euch einfach eine schwarze Katze vor. Oh, climb onto boat. Yes. Ich hab gerade gefragt, wie ich da reinkomme. Okay, ich hab dabei Sprit. Nichts zu essen, nichts zu trinken, denn ich habe nichts mehr im Haus. Ist interessant, dass wir jetzt März haben. Ach, die letzte Folge hier vor war Silvester. Ist ein bisschen Aufwand, diese Folgen zu produzieren. Außerdem geht's jetzt Mombasu. Und demnächst soll noch Car Mechanic Simulator weitergehen. The Long Drive. Driver San Francisco. Das ganze Gedöns. Ich dachte gerade, ich überbrücke die Zeit, während ich tanke, aber ich kann einfach einen Schnitt machen. Okay, Planänderung. Mal wieder. Ich bin kein Pirat. Noch nicht. Wir fahren jetzt zur Insel zurück, holen das Auto. Erstmal Plan A, das Auto. In die Stadt bringen, zusammenbauen, grob zum Laufen bringen. Dann packen wir das Boot voll mit Sprit, Essen, Getränke. Vielleicht fahren wir nach Hause und holen den Grill. Das wäre ganz cool, auf dem Boot zu grillen. Obwohl, nein. Wir müssen schnell handeln können, denn wir sind dann Piraten. Dann fahren wir so lange über den See, bis wir das andere Boot fangen. Also ich fahre so lange rüber. Für euch wird es kurz, knackig und hoffentlich lustig. Und mich wird ganz schön laden. Toll, jetzt mache ich doch schon wieder Pläne. Aber den kriege ich. Das war ziemlich knapp vorhin schon. Ich brauche nur Sprit. Und dann kentern wir noch. Dann kentern wir nicht das Boot. Nein, wir springen damit rein und trinken mit dem Malzbier, denke ich mir. Das klingt total sinnlos, das gefällt mir. Ich sehe da vorne unseren Freund. Es ist schon verlockend, aber ich lasse mich von ihm jetzt nicht hier zu Unfug hinreißen. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken und ich weiß nicht, wie viel Sprit noch in diesem Kanister ist. Wir holen jetzt erstmal da vorne unseren Autowagen. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll. Letztes Mal hat es nicht geklappt. Ich hoffe einfach mal, dass er letztes Mal zu schwer war. Das heißt, wir nehmen den Motor raus, die Räder ab, Sitze raus, Türen ab. Alles, was man schnell wieder einbauen kann. Wieso baue ich die Tür aus, während sie offen ist? Das ist total blöde, ich sehe die Schrauben nicht. Vor allem knallt die gleich einfach auf den Boden. Letzte Schraube, das ist immer die letzte Schraube, ne? Schön. So, dann holen wir eben den Motor da raus. Das geht ja hoffentlich auch nach einer Menge Updates immer noch kurz und schmerzlos und ohne Wasser und Öl abzulassen, wie das so ist. Obwohl Öl muss man beim normalen Auto auch nicht ablassen, wenn man den rausholt, den Motor. Aber Wasser schon? Denn man trennt es hier vom Kühlsystem. 1, 2, 3 Schrauben und abwarten. Sehr gut. Du hast nicht gedacht, dass es nicht klappt, oder? Das sah so aus. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, der kippt leicht nach vorne oder so. So, Antriebswellen sind auch draußen. Sehr gut. So, jetzt nehmen wir noch die Räder ab. Das geht hoffentlich ohne Wagenheber. Frage ist, habe ich hier einen Platten? Oder spinnt das Spiel? Weil das sieht doof aus. Allerdings, jetzt habe ich den Motor schon draußen. Das wäre echt verlockend, alle 4 Räder loszuschrauben und dann loszufahren. Also nochmal, alles, was ich in diesem Spiel mache, macht's nicht nach. Fast alles davon ist einfach gefährlich. Achso, nee, ich kann die Räder nicht abnehmen, solange kein Wagenheber drunter ist, glaube ich. Ja, wir drehen ihn eh gleich um aufs Dach und dann geht das schon. Vielleicht sollte ich noch die Batterie rausnehmen. Batterien sind schwer. Ja. Batterien sind schwer. Brauche ich 10er oder einen 8er? Beim Heimauto sind 10er. Meistens mal K ist es 8. Deswegen nehme ich hier immer einen 10er.
gucke doof. So, die Batterie ist draußen. Sehr gut. Jetzt möchte ich noch die Sitze rausnehmen, denn ich glaube, die sind auch schwer. Ich nehme auch diesen Heckklappenspoiler ab, denn ich glaube, der fällt sonst ab bei dem Gedölmer, das wir vorhaben. Und dann probieren wir es nochmal. Die große Wissenschaft eines Setsumas auf einem Boot. Weil ich euch enttäuschen muss. Oder auch eben nicht. Loco ist auch dieses Jahr nicht vernünftiger. Ich meine, ich heiße jetzt nicht Gato Vernunfto. Wir waren so zerdölmert, das sieht man die Schrauben nicht mehr da. Wo die sieht man nie so genau. Stell euch mal vor, ihr seid im Auto und wollt die Sitze losschrauben, weil die Schrauben nicht seht. Drückt die Knarre einfach überall gegen den Boden und dreht. Und irgendwann bewegt sich eine Schraube. Ich glaube, das wäre wirklich ein sehr heftiger Zufall. Oh, okay. Gut. Physik und so. Irgendwo hier in dem Plastikgedöns. Da. Obwohl, das ist tatsächlich so ein bisschen, ich fummel hier durch dieses Leopardendings, das 3 Monate unter Wasser war. Und dann fühle ich irgendwann eine Schraube. Oder einen Frosch. Oder dieses Leopardendings, das 3 Monate unter Wasser war. Okay. Dann werfen wir den mal eben um. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das hier ist, aber irgendwie muss das ja gehen. Ganz ehrlich, da ich eh die Superkraft nutzen will, jetzt habe ich es über die ganzen Autoteile drüber geschoben. Was nicht kaputt war, ist es jetzt. So. Ich werfe erstmal einen Sitz auf die Tür. Ich benutze eh die Superkraft. Ich krempel mal eben die Ärmel hoch. Das ist sehr anstrengend. Da kann uns schon mal passieren, dass man wohin pinkelt. Guck mal weg. Und schon liegt das Ding auf dem Dach. Sieht jetzt nicht danach aus, aber das hier ist eine Autorettung. Wieso ist die Batterie gerade hier hingeflogen? So, können wir jetzt die Räder abnehmen? Yep. Können wir. Sehr schön. Ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Teile tatsächlich Gewicht bringen. Und deshalb auch Gewicht nehmen, wenn... Nein, du bleibst hier. Gewicht nehmen, wenn ich sie abbaue. Sieht ziemlich lebendig aus, muss ich sagen. Okay, dann probieren wir als allererstes jetzt die Grundkarosse rüberzubringen und als nächstes dann die Einzelteile. Oh, obwohl, ich könnte eigentlich versuchen. Ja, das versuchen wir jetzt. Ich versuche es einmal ohne Superkraft, weil das ein bisschen unsportlich dann doch ist auf Dauer. Komm. Nicht die Hände wieder in die Taschen stecken. Ist dir kalt oder was? Oder sind dir die Tattoos so peinlich? Alle so. Ich guck Lokos Meister Makard in der fährt der Auto. 10 Minuten später. Lokos Auto liegt auf dem Dach. Ohne Räder, ohne Motor. Und er schiebt es auf ein Boot. Sie übrigens fragt, Loco, wieso hast du diese schrecklichen Leoparden-Dinger da drin? Das liegt daran, dass ich jetzt Suski zur Freundin habe in diesem Spiel. Und sie steht auf das Zeugs. Allerdings hat sie es noch nicht einmal gesehen. Bisher mussten nur wir es sehen. Und dafür, bitte. Dafür muss ich mich entschuldigen. Das war ganz knapp daneben. Schade. Okay, dann doch auf die gute alte Loco benutzt halt gut. Voll komische Mods-Taktik. Ja. Ja. Bleibt das da drauf? Ja, das sieht doch gut aus. Moment. Bin ich auf dem Auto, nicht auf dem Boot. Ich muss aber auf das Boot. Mal climb onto boat. Kann ich das hier? Ja. Jetzt bin ich aber wieder im Auto. Oh ja, ich denke, ich weiß nicht. Probieren wir es mal. Ja. Sieht doch vielversprechend aus. Das Gute ist, ich kann tatsächlich durch das Auto gucken, wo ich hinfahre. Oh, ich merke aber auch, dass ich unglaublich schnell bin. Sinkt das Boot gerade? Ich hoffe nicht. Okay, ich habe leider nicht geschafft, das hier raufzuschieben. Aber, oh, es dreht sich. Es bleibt hoffentlich an meinem Kopf hängen. Auto, bleib an meinem Kopf hängen, bitte. Genau sowas habe ich mir erhofft. Der Satsuma fährt jetzt quasi die Rust Pearl. Rusty Pearl. Hauptsache, es fällt nicht runter. Theoretisch sitzt da jemand und theoretisch hat das Auto mit mir Kollision. Das hoffe ich, dass das Auto sich nicht weiter dreht und nicht runterpurzelt. Kann es aber nicht versprechen. Allerdings haben wir wirklich die Wasserkante im Boot. Ich sehe nichts. Ich könnte von hier aus die Scheibenwischer anschalten, aber ich glaube, da sehe ich nicht mehr. Wo ist... Ah, ja, ich bin im Auto. Das Auto fällt hier gleich runter. Okay, Moment. Wenn ich es festhalten muss, dann muss ich es halt festhalten. Okay. Ich sehe nichts. Ich versuche es mal mit da so. Warte mal, wir machen das so. Yes! Ich habe es jetzt gesichert quasi. Meine Arme sind wie Spanngurte. Sagt Vespi auch immer, wenn ich einen Tanktop anhab. Hm?
Hätte ich finnische Kräfte, wären meine Arme stark wie Spanngurte. Okay, das ist der schlimmste Teil, denke ich. Bis ich dann merke, dass ich einzelne Motorteile auf den Grund des Sees verteile, weil ich nicht aufpasse, was ich alles im Boot hatte und nicht mehr habe. Oh, ich dachte, von innen sehe ich mehr. Ich muss aufpassen mit der Maus, wenn ich jetzt nach unten zeige, dann drücke ich das Boot mit Auto durch die Welt. Wo fahren wir denn hin? Zum Steg? Oder da vorne rechts am Strand? Nee, zum Steg, denke ich. Da kann ich das Boot so nach rechts oder links rausheben aus dem... Das Auto, nicht das Boot. Das Auto aus dem Boot raus, so rum. Da vorne ist ein Steg. Ich sehe das da so. Da ist so ein Loch. Ich kann Gatto, Edito oder so einen Pfeil hinmachen oder irgendwie sowas. So. Daneben ist auch vorbei. Ja! Ja, das ist doch schön. Jetzt muss ich auf die Ärmel wieder runterkrempeln. Oh, und da sind wir schon wieder bei der Insel. Zumindest bei YouTube sieht das immer so schnell aus. Ich bin derjenige, der hier über den See paddelt und sich dabei ein bisschen langweilt. Aber ich habe Vespi. Das ist allgemein toll. Und zum anderen ist das auch eine Unterhaltung. Yes. Die Frage ist, kriegen wir jetzt alles auf einmal rüber? Ich fürchte nämlich nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall den Motor. Kann man den Motor vielleicht in das Boot einbauen? Glaube eher nicht. Rennboot fertig. Pack da jetzt erstmal Sachen drauf. Und dann gucken wir mal, wie sich das dann verhält. Gewichtstechnisch und so. Warte mal, ich kann natürlich auch Sachen in meinen Rucksack nehmen. Ja. Mache ich jetzt auch, um sie zu transportieren. Aber die im Rucksack zu transportieren, wäre ein bisschen witzlos, finde ich. Oh, wir können tatsächlich hier ein bisschen mit der Form des Bootes arbeiten. Wie, wo ist das? Was? Hallo? Achso, okay. Wir können mit der Form des Bootes arbeiten und natürlich hier so tatsächlich in die Formen Sachen passend reinlegen. Wobei das jetzt schon nicht mehr wirklich durchgeführt wird von mir. Aber okay, der Gedanke war da. Okay, ich habe alles im Boot drin. Die Frage ist natürlich, wie lange? Und da ist ein Kotflügel. Okay, den habe ich jetzt auch in der Tasche. Den habe ich jetzt tatsächlich in der Tasche. Wohl, den kann ich jetzt noch oben drauflegen, weil darauf kommt es jetzt auch nicht mal. Fender Right. Sehr schön. Okay. Dann fahren wir jetzt einfach rüber. Ich glaube, ich nehme diese Ansicht. Dann sehe ich vielleicht eher, wenn was runterfällt. Weil ich das Boot von mehreren Sichten, von mehreren Seiten sehe. Wobei, das sieht relativ stabil aus, aber das hätte ich jetzt echt nicht sagen dürfen. Okay, wir fahren jetzt in die Stadt. Dann könnte die Kamera langsam mal wechseln. Danke. Oh, vorne die Tür. Ja, ich bleibe in dieser Ansicht. Beziehungsweise kann ich mal ab und zu rennen. Oh Gott! Das sieht nicht beruhigend aus. Kotflügel, bleib bitte hier. Danke. Ich komme aber an kaum Teile ran, um sie aufzuhalten. Ja, wir fahren in die Stadt und werden was essen, trinken im Pub. Und Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Denn ich glaube nicht, dass ich Schlafmöglichkeiten in der Stadt habe. Ich hoffe, dass das meiste drin bleibt. Da ist was runtergefallen. Teil über Bord! Anhalten, sofort anhalten! Da ist was. Ah, na toll. Okay, man kann in diesem Spiel nicht tauchen. Wenn das nicht stimmt, dann bitte korrigiert mich. Ich weiß nicht wie. Als Tipp jetzt mal für euch. Ich habe die No-Clip-Mod drin. Link ist in der Beschreibung des Videos. Dann kann ich nämlich darunter das Greifen erstmal in meinen Rucksack packen. Dann wieder aus. Das gibt eine Steuerung N an und aus. So. Dann klettern wir wieder in unser Boot. Und guck mal kurz, ob wir das ein bisschen sortieren hier, denn der hier haut auch gleich ab. Vor allem, das Problem ist halt, wenn die Sachen ins Wasser fallen, sind sie quasi weg. Weil, wenn man nicht tauchen kann, sind sie halt weg. Wenn etwas durch den Boden fällt, also durch die Map, dann ist es auf dem Schrottplatz. Okay, damit kann ich arbeiten. Aber auf dem Meeresgrund, auf dem Seesgrund, auf dem Grund des Sees heißt das, glaube ich. Weil ich meine, wenn die Tür jetzt auf dem Grund des Sees liegt und du benutzt keine Mods. Was tust du? Ohne Tür fahren? Bei UPS dich bewerben? Oder... Das Spiel ist ja noch in Entwicklung. Seit 10 Jahren oder so. Wenn ich nicht rummeckern will, das macht ein Typ alleine. Also dafür ist es wirklich krass, wie das Spiel ist. Ich find's toll.
Merkt man gar nicht. 100, wie viel? 107? 106 sind wir jetzt mit der Folge? Ja, irgendwas hat Loco mit diesem Spiel. Aber es wäre schön, wenn sich da noch was ändern könnte, dass man tauchen kann. Fände ich gut. Weil ich meine, können wir auch sagen, ja, Loco, nicht jeder fährt mit dem zerlegten Auto auf dem Boot nachts über den See und verliert dabei eventuell Teile. Ist jetzt nicht so die übliche, ist jetzt nicht unbedingt die Sorge, die der Spieleentwickler als erstes sieht, wenn er sich überlegt, was könnte schiefgehen. Aber ausgeschlossen ist es nicht, oder? Was sieht aus, als ob da vorne die Feuerwehr steht auf den ersten Blick, wenn man nicht ranzoomt. Da denkt man, da vorne steht so ein Löschlastwagen. Ist aber mein Auto auf der Seite. Okay, wir werden jetzt einfach ganz elegant da vorne halten. Und da ist ein Rad ins See geplumpst. Gut, aber auch Zeit. Ungefähr da. Vielleicht können wir es ja schaffen. Ja, ich habe gedacht, ich könnte jetzt dazu mal umdrehen damit. Okay, dann hole ich noch das eine Rad. So, jetzt hatte ich gerade überlegt, das Auto umzuwerfen. Aber nein, erst bauen wir die Räder dran. Aber bevor wir das tun, dann holen wir erstmal alles vom Boot runter, bevor das hier doch noch runterwumpelt. Dann werde ich jetzt erstmal... Habe ich eine Uhr? Habe ich Kontrolle über meine Arme? Hm, ich habe ein Tattoo. Sehr schön. Das Tattoo sagt, es ist 10 Uhr. Es ist 10 Strich. Ich werde jetzt erstmal was zu essen zu trinken holen. Ich hoffe, der Pub hat schon offen. Das Tolle ist, Suski steht vor dem Pub. Beziehungsweise vor dem Laden. Wie cool bin ich eigentlich ohne Auto? Level von Beeindrucktheit. Beziehungsweise sie guckt traurig. Wahrscheinlich, weil das dazu mal zerlegt ist und weil Zigaretten echt eklig sind. Aufzurauchen, Mädchen. Der Pub hat aber offen, das ist sehr gut. Daimo, ich hab Hunger und Durst. Kannst du mir nicht irgendwas zu trinken geben, wovon ich nicht besoffen werde? Jetzt packt er es erst in die Mikrowelle, ne? Es dauert. Wie geht's euch so? Sieht langsam aus, als hätten sie Gelenke. Ist gut. Ich weiß nicht, was er da im Rücken hat. Okay. Wie gesagt, das macht ein Mann alleine. Da wollen wir jetzt nicht drüber lästern. Sag mal, wie lange dauert denn das? Sag mir nicht, du hast die Pommes schon wieder in der Mikrowelle. Oh, Daimo. Ist jetzt die Frage, trinke ich einen Kaffee oder versuche ich so lange zu schrauben, bis ich einschlafe? Zumindest wenn ich irgendwann einschlafe, dann schlafe ich irgendwo, wache ich irgendwo auf. Das bedeutet, wir holen uns einen Kaffee, stellen uns den bereit. Moment. Die Pommes kommen aus der Mikrowelle, der Kaffee kommt von unterm Tresen in der Tasse. Ohne Blickkontakt zu verlieren. Hast du da einfach Karton voll Kaffee oder was ist das? Wir holen uns den, ich hole mir den Kaffee, stelle mir den bereit und sobald ich den Sekundenschlaf kriege, dann trinke ich was, weil ich will nicht irgendwo aufwachen. Ich brauche aber noch was Normales zu trinken. Ich soll aufhören zu trinken? Ja, wenn du was ohne Alkohol hättest, wäre ich froh. Hast du aber nicht. Oder ich trinke die ganze Zeit Kaffee. Wie gesund ist es, die ganze Zeit Kaffee zu trinken? Was, soll ich mal 5 Bier, 5 Kaffee kaufen und dann... Dann geht die Nacht los. Ich meine, ich könnte auch Wodka kaufen, aber dann treffe ich gar keine Schrauber mehr, ne? Okay, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Malzbier und 5 Käffchen. Ach, Koa, Wach und Malzbier. Ja, ich kann kein Finnisch, ich habe hier Übersetzungsfehler, aber Wespi hat mich korrigiert. Okay. Suski, wenn du willst, kannst du mir beim Schrauben zugucken. So, ich gehe. So, da es allerdings Nacht wird... Habe ich euch jetzt erspart. Habe ich etwas für Licht gesorgt, beziehungsweise Licht besorgt. Wie viel bringt das? Oh, das ist ja süß. Okay, ich habe aber auch die Taschenlampe. Geht die? Jetzt sag nicht, ich muss dafür Batterien kaufen. Nein, ist nicht euer Ernst. So, jetzt zeige ich euch mal, wie die Wikinger ihre Autos zusammengeschraubt haben. Mit einer kleinen Kerze als Licht. Kommen wir nicht mit Wikinger, hatten keine Autos. Also wir packen jetzt erstmal die Räder dran und dann schmeißen wir die Karre auf die Füße und dann den Rest. Ganz easy, wir sind 10 Minuten zu Hause. Wo ist mein Werkzeug? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe hier einen Berg aus Teilen und irgendwo da drin muss mein Werkzeug sein. Ich sollte meine Teile einigermaßen zusammenhalten, denn es wird dunkler werden. Diese kleine Laterne. Ah, da ist Werkzeug, sehr gut. Okay, wir legen das Werkzeug zur Laterne und da bleibt es auch. Das nimmt da keiner weg. Ihr könnt euch gerne Werkzeug borgen, aber legt es zurück. Und lasst den Werkzeugkasten da liegen. So, okay.
Räder. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappt, wenn man die Räder jetzt unten ansetzt. Es geht auf jeden Fall, ist gut. Oh nein, 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 nicht den Wagen in See schubsen. Okay, und das letzte Rad ist, glaube ich, hier unter der Tür. Oh, das geht doch. Das geht. Ja, das geht super. Tschüss. Unpraktisch. Ich glaube, ich schiebe erstmal den wieder aus dem See raus. Ich glaube, es bringt tatsächlich was, dass der Motor nicht drin ist, von wegen Gewicht und so. Das mit dem Boot hat ja tatsächlich auch einigermaßen geklappt. Was ich ziemlich cool finde. Ich hatte nämlich keinen Plan B dafür. Okay. Werkzeug. Danke. Jetzt ist meine Kerze aus. Kerze an. Ha, da ist mein Werkzeug auch. Sehr gut. Werkzeug nicht bewegen. Auf keinen Fall. Gut, dann schmeißen wir das Ding jetzt wieder auf die Räder. Wir drehen es natürlich sehr zärtlich und professionell. Gib um. Gib einfach um. Nicht boxen. Ich boxe das Auto auf die Räder. Okay. Ich bin aus Versehen durch das Auto durchgegangen. Das war auch nicht das, was ich wollte. Ich sehe so wenig, dass ich manchmal das Auto nicht sehe. Aber ich will hier ein Auto zusammenbauen. Wow. Vielleicht sollte ich einfach für das Video warten, bis der nächste Tag angebrochen ist. Ihr seht doch überhaupt nichts, oder? Wenn ich schon nichts sehe, fällt mir gerade mal so ein. Ein Zukunftslogo dankt mir. Dann muss er nämlich nicht so viel im Video rumfummeln. Okay. Ich nehme meine Laterne und gehe in die Stadt. Gucken wir mal, ob da nicht vielleicht doch irgendwo eine Rückbank oder so liegt, weil irgendwo muss die ja auch sein. Soll es diese Laterne, kann man auch Kopf übertragen. Wie gesagt, das ist ein Wikingerlicht. Oh, ein Brunnen. Oh, ein Vectra. Läuft nachts einer mit einer Kerze in der Hand über euer Auto, da würde ich auch drin bleiben. Oh! Stimmt! Polo Posti war hier. Praktisch. Suski, kann ich bei dir pennen? Suski ist voll genervt vor mir und ich so... Da hast du ein Sofa? Ich meine, hier müsste irgendwo mein Trecker sein. Aber wo ist meine Rückbank? Ich habe gerade nicht mal so die größte Hoffnung, diese Rückbank zu finden. Aber da ist der Bus. Wo soll ich mit dem hinfahren? Wo soll ich mit dem Bus jetzt hinfahren? Vor allem bin ich sonst wo. Das hilft mir auch nicht. Vielleicht gehe ich einfach in den Pub und verbringe die Nacht mit meinen Freunden hier. Hallo. Also, hast du nicht eben 5 Kaffee und 5 Bier gekauft? Wo sind die? Die liegen am Strand. Das ist auch schon voll die Spätnachtmusik hier. Ja, ich weiß, was ich tun kann. Ich weiß, was ich tun kann. Ja! Jedes Mal speichern lässt 2 Stunden vergehen. Es ist ein wundervoller finnischer Morgen und was liegt darum? Eine Glühbirne. Eine Leuchtbirne. Eine... Wie heißt das? Leuchtbirne? Glühbirne. Ah ja, Glühbirne. Ich hatte irgendwie befürchtet, ich hätte Glühkerze gesagt. Es ist ein neuer Morgen, ich habe die Kerze beim Papa vergessen. Hier liegt Zeug rum. Und Tatsache ist, ich bin immer noch genauso müde, denn ich habe einfach nur immer wieder gespeichert. Aber jetzt steht das dazu mal einfach mit einem Wumms auf den Sitzen. Oh, wir müssen uns wahrscheinlich die Kiste Malzbier vom Nachbarn leihen, aus der wir jetzt letzte Nacht getrunken haben, zum Motor einbauen. Ihr kennt das Spiel ja. Ich wünschte, diese Vectra wären fahrbar. Kann mir das mal einer als Mod machen? So einen wegfahrenden... Fahrtra, genau. So ein fahrbaren Vectra. Das finde ich mega nice. Also falls das jemand ernsthaft vorhat, so einen Vectra fahrbar zu machen, bitte nicht den von dem Proll in Grün. Bitte wirklich so einen standardmäßigen. Ich finde die schön. Ich hatte mal so einen. So, die Kiste Malzbier stellt man nämlich dahin. Dann nimmt man Le Moteur. Und baut ihn ein. Wie oft habe ich das schon gezeigt? Und trifft nicht. So, denke ich. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann braucht ihr ganz schnell Werkzeug, das ihr nicht vorher rausgesucht habt. Oh, irgendwer war am Strand, hat ja auf Werkzeugkoffer gesehen und hat gesagt, hey, wenn es da reinregnet, dann rostet das. Ich schließe den mal. So, und jetzt sollte man hier die Schrauben anziehen können. Ja. Und schon habt ihr den Motor eingebaut. Eine Schraube anziehen, Malzbierkiste wieder zum Nachbarn bringen oder am Strand lassen. Und... Jetzt fällt mir ein, wenn ich speichere, ist der Kaffee weg. Und die Bierflaschen von Timer. Das bedeutet, ich habe für 8 Mark jeweils eine Flasche Bier gekauft und für wer weiß wie viel Kaffee
Das ist jetzt einfach weg. Okay. So, bevor ich es vergesse, die Antriebswelle noch rein. Jetzt darf ich das Werkzeug aus dem Busch nehmen, denn die Laterne ist nicht mehr da. Ist die innen jetzt noch festgeschraubt? Weil Meister Makar? Ja. Weil ich sie innen nie losgeschraubt habe, ist sie jetzt wieder festgeschraubt. Also war sie halt auch nie losgeschraubt. Versteht ihr, was ich meine? Wo ist die andere Antriebswelle? Okay, Moment, wir sortieren mal ein bisschen. Kotflügel, Kotflügelowski, Motorhopski, Dings, Tuninggedöns, Sitz und Sitz zueinander. Das ist noch ein Karosserieteil, da ist die Antriebswelle. Einfach ein bisschen Ordnung in das Chaos bringen. Und schon findet man sogar die Antriebswelle am Strand. Ist das überhaupt ein Strand? Ist eher das Ufer, ne? Ja, ein Ufer passt eigentlich viel besser. Strandleben ist das hier nicht gerade. Wobei das hier ziemlich nice ist, ganz ehrlich. Toll, jetzt will ich an See. Vespi, fahren wir an See? Mhm. Wann? Mhm. Sobald mein Auto TÜV hat. in Meister Makar ist es witzig, ohne TÜV rumzufahren. In Wirklichkeit nicht, wobei ich von der Polizei angehalten wurde. TÜV war abgelaufen. Ich dachte, das war eine allgemeine Verkehrskontrolle. Ich dachte, die sagen gleich, oh, hier, der TÜV, ne? Das kostet jetzt aber Strafe. Die so, ja, der TÜV ist abgelaufen. Ich so, ja, tut mir leid. Ich habe gerade erst repariert, was auch stimmt. Die dann so, ja, nur, dass du es nicht vergessen. So. Okay, es ist wirklich interessant. Seitdem ich in einer größeren Stadt wohne, hatte ich mit der Polizei weniger Probleme mit der Verkehrspolizei als jemals zuvor. Ich glaube, Polizisten auf dem Dorf ist ziemlich langweilig. Das ist das, was ich daraus gelernt habe. Die haben hier Ernsthaftes zu tun. So. Und sich nicht mit so einem Schmuh aufzuhalten. Wieso zeige ich jetzt in voller Länge, wie ich diese Sitze einbaue? Cut. Sagt Cut, Loco. Das ist immer wieder toll, wenn der Wagen so verformt ist, dass man Schrauben ins Nichts dreht. Die ist fest. Sowieso allgemein, wie der Set so mal gerade guckt, ist wunderschön. Er guckt skeptisch. Er guckt skeptisch. Das kann ich ihm nicht verübeln. Boah, dabei sehe ich gerade, das hier. Was ist das für ein Loch? Alter. Was lernen wir daraus? Transportiert euer Auto nicht auf einem Boot? Sonst sieht es nachher aus wie ein Boot. Das Beste an so einem kaputten Auto ist natürlich, ihr seht die Schrauben durch die Motorhaube. Die sind oft sehr, die sind nämlich sonst, wie ihr hier seht, schwer zu finden. So ein heiles Auto hat nicht nur Vorteile. Ich glaube, ich kann von hier aus jetzt das Kühlwasser wechseln, ohne die Haube zu öffnen. Das ist so ein Rallye-Feature. Es ist krass, dass ich immer noch so müde bin, aber nichts passiert. Es ist alles gerade schrecklich, außer dass ich nicht sonderlich dreckig bin. Das ist doch schön. Da läuft ein Typ am Strand rum, der ist durstig, hungrig, übermüdet und hat ein Auto, das aussieht wie von Picasso gezeichnet. Aber er stinkt nicht. Okay, der dürfte ja gleich einfach anspringen. Ich meine, was ist groß mit dem passiert? Wenn er 3 Monate lang im Seelacken wieder anspringt, dann kann er auch über den See gefahren werden und anspringen, ne? Nein, sag mir nicht das. Fehlt jetzt echt das Kabel zum Anlasser? Oh oh. Gut. Ich bin wach, ist gar kein Problem. Das Kabel zum Anlasser fehlt. Wir brauchen Wiring Mess. Das fehlt uns. Okay. Wie werde ich jetzt wach? Der Papa hat nicht offen. Denk, Loco, denk. Okay, wir laufen erstmal dahin. In die Richtung. Mein Gedanke ist jetzt, ich brauche das Kabel. Das Kabel liegt zu Hause. Ich komme nach Hause mit meinem Cousin. Ich kann da vorne über die Telefonzelle meinen Cousin rufen, dass er mich nach Hause fährt. Dann kann ich mit dem geklonten Muscle Car zurückfahren, das Kabel installieren. Zu Hause kann ich auch Kaffee kochen. Solange ich es schaffe, nach Hause zu kommen, da Kaffee zu kochen, ist es alles okay. Denke ich, ich sterbe nicht, wenn ich einschlafe, oder? Habt ihr da Erfahrung? Seid ihr schon mal eingeschlafen? Man kann nicht instant Kaffee bei Timo kaufen, oder? Oder Kabel. Timo hat zu. Okay. Suski ist auch weg. Okay. Call Cousin. Insert 5 Mark. Ja, ist okay. 1, 2, 3, 4. 5 Mark? Hey, Timo, moin. Alter, wie der um die Kurve fahren ist. Ja, ja, genau. Genau, komm hier hin, aber beeil dich bitte. Okay, gut. Der Cousin kommt wohl. Ich glaube, ja, ich kann auch mit dem Bus fahren. Allerdings fährt der Bus nirgendwo so wirklich hin. Und wer im Bus nicht einschläft, der lügt doch einfach. Sorry. Der fährt so langsam, das ist anstrengend. Seit wann ist der Trecker rot? Oh, der Cousin, der Cousin.
Ja. Komm her. Stopp. Okay, ich muss schnell nach Hause. Was ist mit deiner Tür los? Soll ich die mal reparieren? Nee? Okay. Passenger Mode. Okay. Gib Gas. Fahr vielleicht nicht die extra Runde. Ich werde bei ihm im Auto einschlafen. Das war alles so nicht geplant. Na gut, es war nichts geplant, also was beschwere ich mich. Aber man kann ihn ja beschleunigen, wenn man ihm den dritten Finger der Hand zeigt, weil das heißt wohl auf Finnisch, gib Gas. Aber wenn man das zu oft macht, dann fährt er zu schnell, dann fährt er irgendwo gegen. Davon haben wir halt auch nichts. Bin gespannt, wie lange das noch gut geht mit dem Sekundenschlaf. Und du fährst Richtung Fletari. Oh. Das ist übrigens ein Tipp, wenn ihr euch der Typ zu schnell fährt, weil ihr ihn zu sehr angefeuert habt, dann könnt ihr auch mit dem Daumen dafür sorgen, weil ich immer bei dieser Kurve Angst habe, dass er theoretisch anhält. Wenn ihr die nur kurz zeigt, dann sollte er eigentlich nur bremsen. Ja, mit der Kurve ist er nämlich bisher immer gegen diesen Baum da gefahren. Okay, es sieht wirklich so aus, als ob ich es schaffe, mit nicht einschlafen anzukommen. Ich habe gerade so kurz überlegt, ich könnte mich auch einfach schlafen legen. Ich brauche gar nicht Kaffee kochen. Ja, aber dann ist wahrscheinlich der Freitag vorbei. Und ich weiß gerade nicht, ob Taimo samstags geöffnet hat und ich brauche Sprit für meinen Piratenzug. Den muss ich bei Taimo kaufen. Du hast Zug gesagt. Ja, mein Piratenfeldzug. Ist nicht sein Ernst! Ist nicht dein Ernst! Junge! Wir waren fast da. A passenger of a drunk driver, dead in a crash. Okay, das Gute daran ist, von den Toten auferstanden ist man nicht mehr sonderlich müde. Ich glaube, mir ist das Kabel für das Auto gerade egal, denn ich will ja gar nicht Auto fahren. Ich will ein Pirat sein. Also, ich gehe jetzt Sprit kaufen. Es ist immer noch Freitag und es ist immer noch Tattoo-Uhr. Ich hole mir jetzt alles, was ich brauche für meinen Piraten... für meine Kaperfahrt. Ich nehme all dein Sprit dafür. Dann möchte ich gerne... Kabel hast du nicht, ne? Nee. Sowas hat der nicht. Hier, Batterien vielleicht mal für meine Taschenlampe. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich habe mich tatsächlich gerade mit Vespi drunter unterhalten, dass einige Sachen, die mal Mods waren, im Spiel fest drin sind. Ich bin ziemlich sicher, dass Batterien und Sicherung für das Haus... Also, könnt ihr mir vorstellen, dass es das mal als Mod gab? So, Grillkohle brauche ich, denn ja, ich habe Pläne. Dann etwas Bier. Und natürlich brauchen wir Veggie-Würstchen zum Grillen. Jetzt brauche ich nur noch etwas, was irgendwo hier vorne liegen müsste. Okay, ich habe, was ich brauche. Ich habe Essen, Trinken, Kohle, Sprit und den Grill habe ich nämlich gerade noch geholt. Was heißt ja? Wir gehen jetzt... Warte, wo ist die Taschenlampe? Ich habe Batterien gekauft. Battery Cover. Ah, guck mal hier. Nicht wegrollen. Battery Cover. Klack. Reicht das? Wie viele Batterien kommen denn da rein? Also ich habe hier 4 Stück. Okay, jetzt ist scheinbar... Battery Cover. Ah, ja. Wir haben Licht. Climb in Boat. So. Dann werden wir jetzt... uns auf Kaperfahrt begeben. Also nicht wirklich direkt, theoretisch. Im Prinzip fahre ich zu jemandem hin, der mit dem Boot auf den See fährt und grill mit dem. Also ich bin jetzt nicht der schlimmste, brutalste Pirat, kann man so nicht sagen. Los geht's. Man muss immer den Horizont im Blick behalten. Irgendwo ist ein Schiff. Ich würde sagen, dessen Beute sich lohnt, aber ich bin derjenige, der die Beute bringt, also. Ich bin so ein bisschen der Peter Pan unter den Piraten. Was ist das? Ist das ein Steg oder ist das ein Boot? Ich bräuchte echt ein Fernglas. Vor allem, jetzt sag nicht, ich zoom halt ran. Was glaubt ihr, was ich hier die ganze Zeit drücke? Da vorne links, da! Es hebt sich etwas vom Horizont ab. Vollkraft voraus. Ja, das ist er und der fährt, glaube ich, ziemlich direkt auf uns zu. Okay, das Problem ist, das Boot muss stehen, bevor ich aussteigen kann. Das bedeutet, es muss passieren, wenn sein Boot auch gerade steht. Oh, wir sind tatsächlich auf direkten Kollisionskurs. Vielleicht soll ich darum pokern, dass er tatsächlich den Kurs nicht mehr wechselt und hier auf ihn warten? Okay, komm rüber!
Komm bitte hier rüber. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Ich werde gleich das erste Mal vom Boot überfahren in dem Spiel. Tschüss. Ich hatte gehofft, ich krieg eine Option von wegen Climb in Boat, wie bei meinem Boot halt so. So, wo ist er hin? Da vorne. Also tatsächlich müssen wir Boot neben Boot halten. Was wollte ich verfolgen? Jetzt so lange, bis er irgendwann anhält und ich schaffe, neben ihm zu halten und rüber zu springen. Und dann ist auch die Frage, was passiert, wenn er losfährt? Bleibe ich da drauf? Habe ich jemals versucht, mich auf ein Auto draufzustellen in Meister Maka? In GTA fällt man von einigen runter und bei einigen bleibt man drauf stehen. Ich vermute, in Meister Maka stirbt man einfach. Ich komme dir zu bringen, Würstchen und Bier, bitte halte ein. Ich meine, wir können es versuchen, ne? Komm, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Steig aus! Das finde ich so doof, dass man nur aussteigen kann, wenn das Boot steht. Wow. Sobald ich Motor ausgeschaltet habe, ist er losgefahren. Ich habe das schon so oft vor und ich habe nichts Sinnvolleres mehr zu tun, außer das Kabel zu holen, das Auto tatsächlich zum Laufen zu bringen, Suski zu daten und solche Sachen. Aber im Spiel geht's um Boote, oder? My rusty boat. So, ich tüdel ihm jetzt einfach so lange, der ich glaube, er hält neben der Insel nochmal an. Und dann, eben war ich zu nervös, zu aufgebracht, um an diesen Trick zu denken. Rückwärtsgang schalten, Gas geben. Das ist natürlich dann steht er schneller, weil ich quasi bremse. Und ich glaube, Bremse an sich bringt nichts. Man kann halt Gas geben oder nicht Gas geben. Boah, ich wollte gerade den Motor ausschalten, ne? Wie der Gas gibt, er hebt vorne voll ab. Ich habe wirklich keinen weiteren Gang, ne? Nee. Junge, du musst was essen, komm her. Ich fällt gerade tatsächlich noch was Witziges ein, was man mit dem Boot treiben kann, aber ich glaube, das packe ich in die nächste Folge. Und das hier dauert lang genug. Kollisionskurs! Ah, hallo! Okay, jetzt schippern wir neben ihm lang. Hallo! Bis er anhält. Ih, der raucht. Das Kaugummi mit Zigarette? Okay, dann ist okay. Also, weiß nicht wofür, weil... Es wirkt, als ob er cool sein will, indem er so tut, als ob er raucht. Ja, ich habe verstanden, dass dein Boot schneller ist. Aber es ist besser als eine echte Zigarette, das wollte ich sagen. Ich glaube, er hat angehalten, aber er ist halt sonst wo. Der ist so schnell, das ist wirklich fies. Okay, er steht. Die Frage ist nur, wie lange. Fährt nämlich schon wieder leicht. Der jetzt Rückwärtsgang. Okay, ich bin aufgestanden. Ja! Nein! 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 Das kann nicht sein Ernst sein. Okay, es ist machbar. Es ist machbar. Ich bin ihm auf die Schulter gesprungen. Okay, er hat angehalten, aber ich fahre jetzt nicht zu ihm hin, das ist zu weit weg. Ich denke, ich versuche mich nochmal in seine Fahrrinne zu stellen und rüber zu springen. Es ist nur sehr schwer abzuschätzen, wo er langfahren wird. Und das Wasser hat gerade die Farbe gewechselt. Okay, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Er fährt zwar schon ziemlich geradeaus, aber er zieht dabei auch manchmal einen Bogen. Ich muss tanken. Ich muss tanken. Ach, wenn ich tanken muss, kann ich sofort aufstehen. Das ist ja toll. Der tankende Pirat. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, ganz toll, wenn man ein harter Pirat ist, der gerade getankt hat, wenn das Boot nicht anspringt. Achso, mit Aufnahme springt es natürlich sofort an. Okay. Ich habe die ganze Nacht auf dich gelauert. Jetzt bin ich in deinem Boot. Jetzt kannst du nichts mehr tun. Oh Gott. Bleib ich in seinem Boot? Nein, ich bleib nicht in seinem Boot. Nein, ist nicht euer Ernst. Jetzt habe ich das nicht die ganze Zeit gemacht, dafür, dass ich gleich herausfalle, weil der Gas gibt. Er guckt schon so. Du wirst sehen, was du davon hast. Nur auf Finnisch. Wie sagt man das auf Finnisch? Oh, ich habe die Superkraft an. Das ist nicht so gut. Tschüss. Wow. Ja, das ist die Piratensaga. Okay. Angesichts dieser Ereignisse, dass das nicht geklappt hat, mache ich jetzt doch das, was ich eben gesagt habe, dass ich noch eine Idee habe, was man mit dem Boot anstellen kann. Kleinen Moment. Als ersten Schritt fahren wir hier an Land. Okay, ich dachte, ich komme weiter an Land. Das ist aber okay. Jetzt brauchen wir den Boottor nicht mehr so direkt.
Dann schieben wir das Boot an Land. Geht das? Kann ich das Boot an Land haben? Komm schon, du wirst zur Landratte. Okay, vielleicht geht das da auch. Es ist allerdings schon ziemlich spät. Das ist ein bisschen doof. Ich denke, hier stehen mal Bierkisten rum. Was sind das hier? Gute Post, die ist fleißig. Finde ich gut. Ich werde jetzt mal wieder mit Speichern die Nacht überspringen. Und dann schnappen wir uns den Träger. Weil schnelle Sachen, spannende Sachen immer mit dem Träger anfangen. Handbremse raus. Wann bin ich das letzte Mal Träger gefahren? Lang ist's hier. Front, Loader, Arm, Fork. Ich kenne mich aus. Range Selector. Nein. Was habe ich jetzt gedrückt? Achso, ich sollte schalten. Ah, okay. Ja, Kato Loco macht hauptsächlich Autovideos und fragt sich, was das für ein Geratter ist, wenn er nur viel Auto fährt und nicht schaltet. Ich nehme jetzt nämlich das Boot auf die Gabel und fahre damit wohin. Die Frage ist, wie tief ins Wasser darf der Träger? Wie war das jetzt hier? Das ist die Gabel, das ist der Arm. Ich will den Arm. Muss ich den so tippen? Okay. So. Ich weiß allerdings nicht. Ich bin etwas skeptisch, ob es möglich ist, das Ding auf die Gabel zu nehmen, was ich gehofft hatte. Irgendwie verhält es sich gerade nicht so, als ob das möglich wäre. Ich wollte das halt damit anheben, allerdings putzelt das da gleich wieder runter, das sehe ich jetzt schon. Ich versuch's nochmal, das anzuheben. Ist nie so, dass ich direkt aufgebe. Aber vielleicht hebe ich es da drauf gleich, das Boot. Okay, Driving Mode. Handbremse raus. Und dagegen fahren und... Das ist interessant. Dieses Boot ist ganz schön schwer. Ihr seht das, oder? Ich meine, ich sehe das nicht alleine, oder? Wie schwer ist dieses Boot? Wie ist das, wenn ich jetzt die Handbremse anziehe? Kann ich dann diese Statue betrachten? Meine erstaunten Augen. Ja, das geht. Was nicht geht, ist das Boot anheben. Denn das Boot wiegt ungefähr so viel wie Taimos Fahrrad. Das ist eine Menge, wenn ihr überlegt, dass es unzerstörbar ist. Obwohl, mittlerweile ist Taimos Fahrrad, glaube ich, nicht mehr unzerstörbar. Also fahrt vorsichtig. Okay, Moment. Ärmel hochkrempeln. Boot wegnehmen. Trecker entspannen. Okay. Kann ich jetzt das Boot da oben drauflegen, ohne dass die Welt zerstört wird? Nein, kann ich nicht. Alter, was soll das? Okay, vielleicht ist das fahrbar. Ja, ich glaube ja nicht. Treckerchen, alles okay? Oh Gott, der arme Trecker. Ich habe den Trecker zerstört. Ich dachte, der Trecker wäre stabil. So. Der Trecker steckt im Boden. Ich versuche mal, den Hänger zu holen. Vielleicht kann ich das hier auf den Hänger vom Trecker packen. Okay, da das Spiel abgestürzt ist, ein paar Mal. Man darf scheinbar nicht mehr raustappen. Bin ich jetzt mit dem Träger beim Hänger. Soweit, so gut. Ich habe quasi komplett umdisponiert, weil eh alles Mögliche nochmal geschehen muss. Ein bisschen was habe ich aber schon vorbereitet. Also, wir sind hier, wir haben den Träger, wir haben den Hänger. Jetzt müssen wir nur noch das Boot hier hinkriegen, was ein bisschen tricky wird. Das wollte ich doch da gleich rausschwimmen. Mit dem Boot hier hinfahren. Das an Land schleifen. Und dann hoffe ich, dass ich es auf den Hänger heben darf. Okay, das Boot ist irgendwo da hinten. Ich gehe ein bisschen schwimmen. Also ich habe einen Plan B, falls das ja auch nicht geht. Damit die Folge nicht so im totalen Versagen endet, sage ich mal ganz böse. So im totalen... Das klappt alles nicht. Habe ich noch einen Plan B, der dann eigentlich ein Plan C ist, denn das hier ist Plan B. Aber ich hoffe, dass hier klappt, denn das wäre wirklich witzig. Bis zum Steg haben wir es schon mal geschafft, beziehungsweise ich versuche das Ding nochmal sehr elegant zu stranden, was immer sehr brutal endet. Okay, ich habe eben ein paar Sachen versucht, die ziemlich schief gelaufen sind. Ich lasse jetzt mal den Motor laufen. So, ich ziehe das Ding jetzt mal mit meiner finnischen Superkraft an Land und hoffe, dass es nicht die Welt zerbricht, denn das ist vorhin passiert. Okay. Okay. Vielleicht immer so ein Stück. Weil das wurde vorhin ziemlich fies zurückversetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal versucht habt. Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt mit der finnischen Superkraft arbeitet.
Das ist ja die Grab Anything Mod, Link natürlich in der Beschreibung. Wenn man zum Beispiel den Anhänger vom Trecker versucht, damit zu bewegen, dann fliegt er ins Nirvana. Und das hat nichts mit cooler Musik zu tun. Nein, der ist dann einfach weg und ich kann dir nicht sagen, wie du ihn wiederkriegst. Vermutlich das Spiel neu starten. Und das ist eben mit dem Boot auch passiert. Deswegen lasse ich es gerade immer wieder fallen. Oh, guck mal hier. Ist nicht glücklich. Und es ist weg. Okay, es geht nicht. Was ich vorhatte, war Skifahren mit dem Boot. Okay. Plan C. Plan A war das Auto an Land zu bringen. Hat geklappt. Plan B war mit dem Boot Skifahren zu gehen. Hat nicht geklappt. Große Überraschung. Man kann mit einem Boot nicht Skifahren. Plan C ist, auf große Fahrt zu gehen. So, ich zünde hier vorne eine Art, so eine Art Feuer an. So von wegen, das so Piratenschiff vorne, große Fackel, Tröschen drauf. Jetzt fahren wir damit raus aufs Meer. Das ist irgendwo... Irgendwo geht's ins Meer. Sobald der Außenborder vom Piratenschiff anspringt. Ich glaube, es könnte tatsächlich sein, dass wir da geradeaus durch die Bäume durchkommen. Sieht ziemlich gut aus. Jetzt sind wir Piraten. Weil wir einen Grill an Bord haben. Das ist die Definition von Piraterie. Ihr fahrt ein Boot mit einem Grill. Also ich fahre jetzt aufs Meer hinaus, brate ein paar Würstchen. Und ich glaube, dann ist genug inhaltsloser Unfug passiert, um die Folge zu beenden. Tatsächlich aber ganz schön Spaß gemacht. Ist das Land, auf das ich dazu steuere, oder ist das Wasser? Das da ist doch Wasser. Ah, der Grill ist soweit. Sehr schön. Ist hier einfach ein Viereck Wasser? Wow, das ist das Land. Der Grill ist über Bord! Der Grill ist über Bord gegangen. Was ist denn das hier bitte für... Toll, der Grill ist ins Wasser gefallen. Ach man, Pirat sein ist hart. Gut, dass der brennende Grill auf der Seite liegt. Kann das Boot brennen? Das ist doch mal eine angemessene Frage. Ich glaube nicht, dass das sicher ist, was der Grill da tut. Grill, bitte lass das. Jetzt ist er eindeutig nass geworden, das habe ich gesehen. Oder bin ich kein Pirat? Bin ich nur ein Idiot auf einem Boot? Das reimt sich auch viel mehr. Das könnte sein. Das ist. So, noch einmal. Empty. Gut, ich habe keine Grillkohle mehr. Das ist nicht mein Ernst. Der Pirat hat keine Grillkohle mehr. Okay. Gut. Kann ich meine Würstchen gleich mit der Taschenlampe braten. Ich denke, hier geht's aber tatsächlich raus aufs Meer. Das ist das Einzige, was jetzt noch zählt. Aufpassen, dass es hier nicht irgendwie zu flach ist oder so. Ah ne, das ist auch wieder Schmodder. Schmodder ist okay. Ich wollte schon länger mal wieder was mit dem Boot treiben. Oder mit dem Boot irgendwie anstellen. Wir waren nämlich schon einmal auf dem Boot und haben gegrillt. Deswegen hat sich das Spiel vielleicht auch gedacht, ja, hatten wir schon. Müssen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Und doof, dass es mit dem anderen Boot nicht funktioniert hat. Das war echt schade. Und da kommen wir auch sehr schnell zum Ende des Plan C. Denn Plan C war, ich fahre so weit aus dem Meer hinaus, bis das Spiel mich irgendwie daran hindert. Und dann sehe ich gerade, dass da vorne eine Wand ist. Also natürlich ein Wald. Okay. Gut. Ich denke, dann kann ich hier auch anhalten. Oh, diese Stille. Traumhaft. Okay. Sehr schön. Oh, ich habe eine Kiste Bier. Der einzige Trost ist, ich habe immer noch Malzbier. Okay, was haben wir in dieser Folge geschafft? Wir haben das Auto von der Insel geholt. Ja. Kann man einen Punkt hintersetzen. Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß bereitet. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und dann sage ich jetzt mal, passt auf euch auf. Trinkt nicht zu viel Malzbier. Tätowiert euch nicht die Hände, das sieht schrecklich aus. Jedenfalls nicht so. Und bis zum nächsten Mal. Euer Loco.